Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Halli und hallo. Heute ist es soweit. Heute gibt es auch kein Zurück mehr. Auch wenn es heißt, ich muss eine Überstunde machen. Heute ploppt die Platin, Leute. Ich hab's jetzt für mich so entschieden. Und so wird es auch passieren. Denn es wird Zeit für Unity. Ich hab's auch schon installiert auf der Konsole, alles drum und dran. Dementsprechend... Heute wird Unity noch nicht anfangen, aber dann am Freitag. Und ja, ich würde sagen, wir hauen gleich mal in die Tasten, machen die Story durch, machen Abstergo durch und schauen, dass wir hier zum Ende kommen. Also, legen wir los. Let's go hier mit keine Gesetze außer unseren. Master Cormac, was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten. Wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Anticosti. Gewiss. Ich... rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank. Ja, also Anticosti ist, oder was? Der Großmeister ist der Freutsche. Was er in New York vollbrachtet... Nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, Gist. Aber ohne Hope, vielleicht. Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund, aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In New York sind wir die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet keine Wahl. Ich beschloss... das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß, ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Oder eurer. Wohl gesprochen. Seht, Shay, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York vor dem Gift der Assassinen bewahrt. Ihr habt auch erfahren, wohin uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach. Eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Gewöhnliches Tagwerk. Eines langen Tages, Gist. Ja, man kennt's ja nicht anders, ne? Die guten Templer. Vielleicht gibt es im Westen eine Ausweichroute. Okay. Anticosti, war da irgendwas Interessantes? Anticosti ist berühmt für seine Schiffswracks. Sie glauben vermutlich, niemand traue sich in so gefährliche Gewässer. Niemand außer Narren und Verrückten? Gebt Acht auf diese Eisberge, Captain. Wir sind doch schon da. Okay, dann schauen wir, was uns hier erwartet. Den offenen Konflikt vermeiden. Das höre ich nicht gerne, aber was soll ich machen? Na gut, dann vermeiden wir den offenen Konflikt. Dann ziehen wir schon mal die Schlafpistole. Doch der Fond erinnert mich an irgendwas. Waren wir da nicht ganz am Anfang? Na gut, die Typen retten muss ich ja nicht. Die interessieren ja keinen. Doch, an das kann ich mich erinnern, wie man hier rumgeht. Doch. Also ist nicht ganz am Anfang des Spiels, wo wir hier waren. Ja, jetzt pass auf. Du da drüben. Okay, an den komme ich nicht dran. Gut, nevermind. Dann legen wir jetzt mal den Kollegen. So, du bist raus. Und jetzt bist du dran. Erstmal nehmen wir mal die Großen hier. Dem Anführer der Laferen Drays Karten stehlen. Wahrscheinlich habe ich jetzt den Namen falsch ausgesprochen. Wo soll hier einer sein?
Ah. I see. Moment. Fenn mal eine Runde. Stehlen. Das war nicht der Plan. Stehlen. Es hat keiner gesagt, ich darf ihn nicht schlafen legen. Nur das Problem ist die anderen. Scheiße. Okay, jetzt habe ich mich dumm angestellt. Jetzt wollte die Kamera nicht so schnell, wie ich es wollte. Okay, aber das ist kein Thema. Wir können den Kollegen einfach schlafen legen. Das ist gut. Okay. Also alles kein großartiges Thema, aber irgendwie bin ich heute zu blöd zum Spielen. Soll auch passieren. Gut. Also hopp, einmal da hoch, einmal darüber, einmal da durch. Einmal die Laterne schwingen. Ja, das war nicht der Plan. Geh da hoch jetzt. So, einmal den Kollegen kurz ausschalten da oben. Und hopp. Und tschack, tschack, tschack. Und tschupp, tschupp, tschupp. Und tot. Gut, du bist der Nächste. Ich werde auf jeden Fall die Typen hier oben ausschalten. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Du bist der Nächste. Effizient, ja, verstehe ich. So. Den Kollegen machen wir auch kurz weg. Okay. Komme ich hier hoch? Da tue ich. Okay, wo ist der jetzt? Ist der oben? Ist der unten? Der wird unten sein, schätze ich. Der läuft jetzt hier seine Wege. Gut, den da hinten sollte ich schlafen legen. Ich warte, bis der Typ hier ist. Dann schläfe ich ihn ein und springe in den Heu da unten. Okay, ich könnte ihn treffen, aber er sieht mich nicht. Ich würde ihn aber trotzdem gerne... Wobei... Jetzt ist der da hinten irgendwo. Wir machen mal Folgendes. Solange mich hier keiner sieht. Nein, nicht durchsuchen. Scheiße. Das war nicht der Plan. Gut, hier haben wir noch keinen offenen Konflikt, also so weit, so gut. Wir erlegen den Typ schon mal schnell. Okay, perfekt. Der ist genau da, wo ich ihn haben will. Mehr oder weniger. Schlaf mal eine Runde. Die Kollegen sind gerade alle weg. Na komm. Einmal kurz plündern. Keine Wachen töten. Besser zurück zum Oryx. Okay, gut, dass es jetzt erst auftaucht, dass ich keine Wachen töten muss. Das vereinfacht mir meine Aufgabe. Denn ich habe schon viele. Erledigt. Okay, wie komme ich jetzt am besten durch, ohne dass die was bemerken? Das sollte ja gehen, ne? Oh, die Musik, Alter. Richtig düster. Okay, wir gehen denselben Weg, wie wir reingekommen sind.
Der Weg ist frei, also können wir den bedenkenlos gehen. Ja, vielleicht nicht ganz bedenkenlos, da unten steht einer. Na komm, so und dann so. Oh. Ich meine, einfach weil ich es kann. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte, werter Sir. Einfach weil ich es kann. Die Morrigan erreichen. Oh, die Morrigan kriegt gerade ein bisschen auf die Fresse, sehe ich. Das ist ungünstig. Aber das wird schon. Da stand nicht, die Morrigan darf nicht so und so viel Leben verlieren. Passt also. Hier ist leider kein Heu. Scheiße. Okay, das passt auch. Easy. Ja, aber wie? Ja, das Schiff nimmt schon Schaden. Ich verstehe, aber... kann ich schneller. Oh mein Gott, dann fahr halt eine Runde. Oder schieß zurück. Schneller. Die verreckt gleich. Fuck! Mann! Ich war doch schnell. Ich war doch schon am Steuer. Besser wieso bin ich jetzt? Ja, aber das Problem jetzt ist, zurück zu Morrigan, Kollege. Ich darf keine Wachen töten. Und überall sind jetzt die Wachen neu gespawnt. Scheiße. Ich meine, ich kann ja jetzt entdeckt werden, aber es ist ja trotzdem eine Frechheit. Das lässt mich nicht auf demselben Checkpoint raus, wie ich war. So, diesmal retten wir die drüben nicht. So viel Zeit haben wir diesmal doch nicht. So, und rüber. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeit. Gut. Schnell auf da. Nein, Mann. Jedes Mal geht er da hoch. So, weg hier. Ja, ich bin doch. Aufs offene Meer kommen. Alles klar. Soll ich mich wieder setzen oder wie ist das? Ist das egal? Es ist und bleibt. König Georges Männer übernehmen die Piraten. Wir haben unsere eigene Schlacht zu schlagen. Naja, den nehme ich trotzdem mit. Okay. Dann können wir jetzt in Ruhe abhauen. Ich kann leider nicht schnell davon. Die Flucht war knapper, als ich erhofft hatte. Aber wir haben, was wir brauchen. Dann wissen wir, wo das Chevaliers Schiffe hinsegeln? Nicht ganz. Aber wir haben die Mittel, es herauszufinden. Cook muss diese Karten deuten. Sollten wir Kurs auf Neufundland nehmen. Okay. Neufundland, willkommen. 100%. Wunderbar. Gut. Wo ist Neufundland? Das hört sich nach einem Gebiet an, wo wir noch nicht waren.
Okay. Ich würde sagen, wir porten uns hier hin. Dann sollte das einigermaßen erreichbar sein. Schauen wir mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Einmal hier rumdrehen, Männer. Vorsicht, nicht die Titanic spielen und los. Gut, das war Erinnerung 3 von 5 in dieser Sequenz. Also sollte nicht mehr viel sein. Danach erwarte ich, dass wir nach in die Realität zurückkehren. Und dann wird die letzte Mission aus diesem Special-Ding passieren. Und dann schauen wir mal. Dann sollten wir das Ende erreicht haben. Kaltes Feuer. Master Comeck, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendries Reisekarten. Aber der Kerl hat sie verschlüsselt, Ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine uralte Schiffe. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeigen. Sehr gut. Der Typ ist einfach unsichtbar. Oder? Ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendrye. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Cool. Der Typ ist einfach unsichtbar. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendrye. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden. Die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Da ist gerade ein Schiff zerlegt worden. Tja. Habt ihr das gehört? Kanonenfeuer inmitten des Nebels. Könnte das de la Vérendrye sein? Mission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Treibgut könnte wertvoll sein. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. In dem Schnee. Ah, die Feindschiffe versenken. Ja, gibt es optionale Punkte? Aktuell noch nicht. Wunderbar, dann legen wir mal los und zerlegen die Kollegen. Bam. Okay, die kleinen Schiffe, die können ja gar nichts mehr. Die können mir rein gar nichts anrichten. Gefühlt ist irgendwie jeder Schiffskampf nach den legendären Schiffen so easy. Kriege den da hinten noch. Jawohl. Und dann bleibt nur noch der hier. Hier einmal kurz den Frontalkollegen. Ich wollte rammen, aber dann ging es ja doch nicht mehr. So, erledigt. Er wird uns nicht lange aufhalten. Vielleicht können wir sie ja so überraschen. Einfach sechs Boote einfach zerstört. Easy. Ein Hinterhalt! Ey, nicht meine Morrigan zerstören. Jetzt das ganze Spiel das Ding aufgebaut. Von vorne?
Kollision mit Eisbergen vermeiden. Das Feindschiff ausfindig machen. Da ist es doch. Ist ausfindig gemacht. Entern, alles klar. Lässt dich bis zum Schluss. De La Ferronterie ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Ja, der ist ein bisschen groß. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keine Eisberge oder so erwische aus Versehen. So wie den hier. Gut gesessen. Oh, Eisberg. Der hat nicht gezählt, oder? Hm. Ich glaube, ich muss neu laden. Irgendwo habe ich schon einen erwischt. Das wäre ja gut, wenn die wenigstens so eingebaut hätten, dass, hey, du hast die optionale Ding nicht geschafft, dann gibt es so einen Ton, so ein oder so, weißt du? So ein richtig lautes, so ein hast nicht geschafft. Dann weiß man direkt, ah, okay, chillig, passt, hab ich verkackt. Genau, aber so ist kacke. So ist kacke. Kann ich eigentlich hier stehen bleiben? Stopp. So. Soll der doch auf mich zukommen? Ich beschieße ihn die ganze Zeit. Und der soll einfach auf mich zukommen. Das werde ich sowas von überleben. Ich muss den nicht ausmanövrieren. Ich zerleg ihn einfach. Kommt er von links, schieße ich von links. Kommt er von rechts, schieße er von rechts. Ansonsten bescheiße ich ihn mit meinem Mörser und fertig ist. Und mit dem Frontalding hier. So, gar kein Thema. Wir können auch noch drehen. Drehen, wenden. So. Na komm, wo ist er denn? Und gib ihm. Gib ihm saures Männer. Okay, ich sehe nichts. Was ist denn der Wellengang jetzt so stark? Hallo? Ja, so? Ich treibe ab. Ist nicht das, was ich haben will, aber solange ich nirgendwo gegensegel, ist das mir eigentlich Wumpe. Ich sehe nichts, aber es ist rot. Ah, ein, zwei Mal noch. Perfekt, und gib ihm. Einmal noch. Ah, das war's. Gut. Und ich habe immer noch Kollision mit Eisbergen vermeiden. Passt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich auf dem Weg zu dem Schiff Eisberge vermeide. Ja, und jetzt wird geentert, Junge. Perfekt. Keinen Schaden nehmen. Ah ja. Ziel eliminieren. Kann ich den einfach mit dem Ding hier zerlegen? Ich frage für einen Freund. Der hängt da irgendwie so am komischen Faden. Also ich treffe ihn meiner Meinung nach. Aber er lässt sich nicht treffen. Okay. Na gut. Dann machen wir es anders. Wir bleiben einfach auf unserem Schiff. Ja, das geht nicht. Nein. Ach, das will ich doch gar nicht. Auf da. Da tänzelt er. Und er kann sich teleportieren. Natürlich. Und
Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Du Bastard! Felix und Liam fahren bereits nach Norden! Hope hatte recht. Ich gebe eine gute Ablenkung. Mann über Bord. Okay, das heißt, die haben uns eigentlich abgelenkt. Scheiße. Na, ja, eigentlich gut, weil ich bin ja eigentlich für die Assassinen und nicht für die Templer. Eigentlich will ich ja gar nicht, dass Shay gewinnt. Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormac. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Hier, nehmt diese Karten. La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. Okay. Haben wir auch erledigt. Kollision mit Eisbergen vermeiden und keinen Schaden nehmen. Erledigt. Ich habe ihn jetzt zwar nicht cool assassinenmäßig gekillt. Ich habe ihn einfach kalt ermordet. Einfach geschossen. Aber macht ja nichts. Okay. Da hoch. Hauptmission. Non nobis domine. Okay, dann fahren wir einfach da hoch. Gut, let's go. Letzte Mission in dieser Sequenz. Kann es sein, dass es noch eine Sequenz 7 geben wird? Die aktuell einfach nicht zu sehen ist? So handy, me boy, so handy. Wobei auf der anderen Seite wir wissen, dass Achilles überlebt. Das heißt, wir erlegen eigentlich nur Liam. Den Kollegen von ganz Anfang. Und Achilles muss ja überleben, weil sonst würde ja Assassin's Creed 3 keinen Sinn machen. So, das heißt, der kann nicht sterben, der hat eine Plot Armor. Ja, dann sind eigentlich alle Sachen aufgedingst. Wir haben alle Assassinen gekillt, die wir kannten. Bis auf Achilles dann. Was ich komisch finde, ist, dass Shay dann von Achilles abgelassen hat. Weil Achilles hat ja überlebt und der hat sich jetzt nicht wirklich versteckt, weil er immer noch in dem Haus lebte, wo Shay ihn auch gesucht hat. Das heißt, er hat sich nicht wirklich versteckt. Naja, irgendwas muss mit Shay passieren, dass er von Achilles ablässt. Mal schauen. Also das müsste jetzt rein theoretisch die letzte richtige Story-Mission sein in diesem Bereich. Non nobis domine. Master Kenway! De La Vérendrye ist tot. Ich habe die Koordinaten. Ich weiß, wohin die Assassinen wollen. Dann sollten wir eine. Das wird wahrscheinlich der letzte Ort sein, den wir jetzt entdecken müssen, ne? Der vorher nicht auf der Karte war. Glaubt ihr, Achilles und der ferne Norden. Die Welt existiert noch. Haben Sie entdeckt? Haben Sie noch nichts damit angefangen? Wie edelmütig von Ihnen. Es sollte noch Zeit sein. Master Gist, bleibt hier. Ich begleite Shay. Sir, mit Verlaub, ist das vernünftig? Als Großmeister muss ich die Vorläufersache zu Ende verfolgen und dem Tod von Achilles Bruderschaft beiwohnen.
Sei froh, Güst. Falls die Assassinen ein Erdbeben auslösen, sind hier zum Glück nur wenige betroffen. Ich habe dennoch nicht vor, eure früheren Brüder eine Vorläuferstätte zerstören zu lassen. Okay, da hinten sieht man ein Schiff der Assassinen. Wenn es nur nicht so verdammt kalt wäre. Seid vorsichtig. Das Eis ist teilweise recht dünn. Aber ich finde es cool, dass man auch mit Haven hier noch ein bisschen abhängt und so. Auf Teil 3 nochmal zurückzuführen. Ich finde es schön gemacht. Die haben so eine in sich geschlossene Story geschrieben, tatsächlich mit 3 und 4 und Freedom Cry und jetzt Rogue. Finde ich ganz cool. Ah, da ist das Schiff der Assassinos. Achilles hat eine starke Truppe mitgebracht. Wahrscheinlich, weil nicht alle unter diesen Bedingungen überleben. Stimmt. Wie trist. Aber wir sind in der Unterzahl. Bleiben wir unsichtbar und vermeiden unnötige Kämpfe. Okay. Eure Assassinen würden euch kaum wiedererkennen. Kommt, betreten wir die gute Stube. Okay. Irgendwas wird passieren, weil ich kann hier nicht komplett unsichtbar gehen. Ich komme nicht darüber. Ah, und Haven ist schon am am Arbeiten. Keiner hat gesagt, ich darf nicht entdeckt werden, oder? Ja, genau, okay. Alles klar. So viel zu, wir vermeiden Kämpfe. Was ist das eigentlich für ein Schiff? Du hast mich sogar gesehen. Ist das ein Depp? Okay, wir haben oben einen mit der Waffe. Wir haben zwei Leute, die hier hinlaufen. Da hinten zwei Leute. Da einer, der hockt. Okay, ich warte mal hier auf den Linken. Sorgen wir mal für ein bisschen Aufruhr. Ja, da kommt Haven. Der weiß nicht so ganz, mit sich anzufangen. Ah, der erledigt den da oben. Bin ich in Ordnung. Jetzt ist meine Aktion gekommen. Ah, schade, ich wollte ihn eigentlich abstechen von hinten. Na komm. Ja, das war's. Okay. Aber ist das jetzt dieselbe Vorläuferstätte wie von Black Black? Nee, ne? Weil die war also im Maya-Bereich irgendwo angesiedelt und das ist ja kompletter Eis. Vorwärts, Shay. Ich finde einen anderen Weg. Wenn hier schon so Sachen einstürzen, weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen will. Weiter hingehen würde, weil ich. Das war nicht mein Plan. Spiel. Ich wollte eigentlich rüberspringen. Das wollte ich. Und auf dem Eis da rumzuklettern, ne? Hätte ich so gar keinen Bock. So prädestiniert, dass er einfach kaputt geht und runterfliegt. Ihr habt nichts gesehen. Ist besser für euch. Ja, hier geht's schon los. Okay. Hier führt leider kein anderer Weg dran vorbei. Und hier sieht man auch schon an den
einen Stein mustern, dass sie der ersten Zivilisation nahe kommen. Ja gut, so viel zu, wir bleiben unentdeckt. Dann räumen wir halt auf. Da war ja nichts von wegen, wir dürfen nicht entdeckt werden oder so. Oh, warte mal, wieso leuchten die Dinge schon? Das ist eigentlich eine Andeutung darauf, dass irgendwas angeschaltet worden ist. Die sollen da bloß die Finger von lassen. Ja, das funktioniert immer noch. Das ist die gleiche Geschichte wie bei Black Flag. Ach du grüne Neune. Da helfen wir natürlich einen easigen da hinten, oder was? Da eigentlich, der wäre zu dem Zeitpunkt schon aus. Naja, machst du nix. Wir starten ja direkt hier. Also alles gut. Dann warten wir halt, bis es ganz aus ist. Nee. Okay, ich dachte, ich muss dahin. Das war jetzt mein Fehler. Die Parcours-Rätsel hier noch zu lösen. Ah, ich starte direkt hier. Okay, cool. Ah, ja, okay. So ein Ding. Oh Gott. Das war jetzt aber gnädig vom Spiel. Danke, Spiel. Ich verstehe immer noch nicht die Architektur dahinter, ne? Diese bewegbaren Steine und sowas. Okay, was wollt ihr hier von mir? Du schießt und du schießt, dann müssen wir hier hin, einmal rum. Hafen geht einfach schon nach Hause. Hä? Also. Okay, einmal runter, einmal drumrum und hopp und einmal darüber und bereit mal. Also warte, ich kann ganz hoch. Easy. Und los. Hallo, Hafen. Dann haben wir mal gechillt da drauf, oder? Au, sagte. Oh, da stehen sie. Hallöle. Ich bin auch da. Ist das der Apfel? Nein, fass dir bloß nichts an. Shay hatte recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Endlich versteht ihr es. Achilles, dies ist eine Struktur, die die Welt zusammenhält. Kein Instrument der Kontrolle. Das ganze Ungemach wäre vermeidbar gewesen, hättet ihr mir nur zugehört. Respektlos bis zum Ende. Ja, wir arbeiten daran. Recht oder nicht, Shay. Ihr habt uns alle betrogen. Achilles und mich, sagt der Mann, der mir in den Rücken schoss. In der Siedlung? Das war der Chevalier. Ich treffe immer. Nein. Gut gemacht. Ihr Deppen. Rennt um euer Leben. Ja, Hafen läuft mit Achilles, natürlich. Und ich laufe Liam hinterher. Na gut. Keine Energiestrahlwände treffen. Und Liam töten. Okay. Alles klar, Liam.
Du musstest es ja kaputt machen. Zwar unabsichtlich, aber wenn da schon so ein Ding steht, was die Welt zerstören kann, dann fuchtelt man da nicht mit einer Pistole rum. Würde ich jetzt mal behaupten. Spontan. Oh. Alles klar. Also das komplette Ding geht unter. Ich meine, zum Glück hier lebt keiner, aber wir haben komplett Lissabon zerstört. Aber wie hat jetzt Achilles das erkannt? An dem einen Ding, dass das jetzt die Zerstörung ist. Weil das kein Apfel war? Aber es gibt ja auch andere Artefakte, die kein Apfel sind. Ja gut, vielleicht wissen wir das, aber die nicht. Nicht von Liam erschießen lassen, ja super. Wie soll ich das verhindern? Ah okay, ich sehe schon. Das stimmt, weil er ist jetzt tot. Ja, was denn? Okay, irgendwie habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden, was da gesagt hat. Irgendwas, was wir waren, aber ich habe nicht verstanden, was. Okay, der hat uns bis jetzt nicht erschossen. Schießt er immer noch? Ja. Na, nehmen wir uns noch eine Minute. Das war's, Liam. Noch sagen, Liam. Ich mache mir mein Glück. Und wie macht ihr das? Bastard? Brecht die Assassinen? Betrügt jeden von uns? Paktiert mit unseren Feinden? Und wofür? Um die Welt zu retten. Ich hoffe, diese Welt ist eine gute. Er hat es ihm freiwillig gegeben. Requiescat in pace. Das Schiff erreichen. Eigentlich traurig. Ich meine, die waren ja irgendwie Anfangsfreunde oder sowas, ich weiß es auch nicht, aber. Ich weiß auch nicht, ob Shade recht hat tatsächlich. Ich meine, klar, Hillis hatte jetzt Unrecht. Aber ich weiß nicht, ob Shade recht hatte. Warum nicht? Achilles ist jetzt harmlos. Ein Mentor ohne Gefolge. Was für eine Welt erschaffen wir, wenn es keine Gnade gibt. Ferner. Er versteht, was diese Vorläuferstätten sind. Ohne ihn setzen die Assassinen die Suche fort. Guter Punkt. So überlebt Achilles. Durch Gnade von Shay. Vergesst niemals, was hier geschah. Ich nicht.
aber die Welt wird es. Deswegen hat er auch den kaputten Fuß gehabt. Was geschieht nun? Master Gist hat die Aufgabe, alle verbleibenden Spuren der Assassinen auszulöschen. Master Weeks und die anderen helfen ihm, natürlich. Achilles hat alles verloren. Er wagt sich nicht aus seiner Heimat. Sicher nicht. Shay, die Suche nach den Vorläuferstädten ist vorbei. Doch die Schatulle, ihr werdet sie für den Templerorden und mich finden. Sie kann überall auf der Welt sein. Ihr könntet Jahre brauchen, sie zu finden. Vielleicht euer ganzes Leben. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Gut. Gebrochene Bruderschaft. Sequenz 6 abschließen. Wer hätte gedacht, dass Shay so viel Potenzial hat? Und Kartograf. Alle Orte im Spiel aufsuchen. Ich habe alles, was ich brauche, um unseren Auftrag abzuschließen. Nur noch ein Strohkopf. Wir müssen Shay's Story hochladen. Nicht in die Helix. Ich will, dass ein paar Leute sehen, was wir hier gefunden haben. Ins Untergeschoss gehen. Okay. Assassins with Rising Phoenix. Coming soon. Okay. Jetzt ist aber die Frage, habe ich schon die Permission Level 3? Kann ich hier rein? Oder kriege ich die erst, wenn ich unten bin? Scheinbar kriege ich sie erst, wenn ich unten bin. Okay, dann gehen wir nach unten. Dann machen wir das, was die wollen. Vorerst. Server. Als Belohnung für Ihre Dienste verleihe ich Ihnen die Level 3 Security-Freigabe. Ab jetzt sind Ihnen keine Türen mehr versperrt. Sehr schön. Dann kann ich hier wieder hochfahren. Okay. Aber dann fahre ich erst ins Foyer. Weil wenn ich jetzt die Level 3 Freigabe habe, dann hole ich mir doch jetzt die PCs. Alle oben. So, im Foyer gibt es zwei am Ende des Ganges. Einer links und einer rechts. Also im Vergleich zu Black Flag, ne, wo hier alles mit Leuten voll war und alles, ist das jetzt hier so richtig abgeschottet und verlassen. Ist schon krass. Ah, jetzt habe ich Level 3, tatsächlich. Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Scheiße. Warum funktioniert das nicht? Okay. Also wir hacken uns in PC Nummer 1. Okay, was haben wir denn hier? Das sind ja alles nur normale. Okay, das ist einfach. Das ist sehr einfach. Da war der Wilhelm Scream. Die Killbox steht. Sorkin holt sich die Versprengten auf der Flucht. Gut. Weiter zu Stufe 2. An alle, es ist soweit. Stufe 2 ist ein Go. Wiederhole, Stufe 2 ist ein Go. Öffnet diese Türen. 3, 2. Adriano Maestranzi. Ich will sie holen. Was hat er da? Vittoria, all die Assassini. Waffe! Berg? Sigma-Team? Kann mich jemand hören?
Hat er die alle in die Luft gejagt, oder was? Nein, es ist ein schönes rundenbasiertes Rollenspiel. Ist da was, oder? Passe. Der Junge, steig doch einfach drüber. Diesen Knie hoch. Ich bitte dich. Hier muss irgendwo ein Tablet rumliegen. Tablet? Ah, da, hier. Tablet-Dokument Nummer 9. Wir kommen langsam Bedenken hinsichtlich eines Features über Robert de Sable. Er war zwar ein großer Anführer, aber ich weiß einfach nicht, was so besonders an einem Ritter ist, der an den Kreuzzügen teilgenommen und dabei das Leben verloren hat. Ich frage mich, ob wir ihn einstweilen auf Eis legen und uns auf Madeleine de Lisle, oder wie die heißt, konzentrieren sollen. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau im präkolonialen Louisiana hat mehr von einer Wohlfühl-Erfolgsgeschichte. Ah, gut. Gut, nächster. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen mit Reflektor am Start. Okay, da komme ich aber nicht durch, es sei denn, ich nehme den anderen. Ach du Scheiße. Warte mal, der hier. Hä, der dreht den mit? Ah, der dreht den. Doch, aber der dreht den und der macht nix. Das funktioniert wiederum. Aber das ist ja nicht der Sinn. Warte mal, was dreht sich hier? Da dreht sich das, aber das macht keinen Sinn. Oh Gott. Sonst keine andere Möglichkeit. Sehe ich das vielleicht irgendwie aus dem falschen Winkel oder so? Das ist ja wieder was ganz anderes, aber jetzt pass auf. Vielleicht. Nee, das macht keinen Sinn. Das wiederum würde Sinn machen, aber dieser Ring macht für mich keinen Sinn. Das geht nicht. Nee.
Er kann nur so rein. Okay. I give him that, aber... Nee, der muss ja da rein. Ich resette nochmal. Irgendwas hat wieder schon wieder zu viel gedreht. Was ist denn der jetzt so scheiße schwer, Alter? Was soll denn das? Es macht mich fertig, dass die irgendwie 90 Grad technisch passieren. Irgendwie richtig krass. Okay, pass auf, wir bauen das mal anders auf. Wir haben von da und da kommende Dinge. Das heißt, die tangieren uns überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich so gucken. Ich meine, nur so macht es einen Unterschied. Wenn ich jetzt mal so lasse. Den nach da bringe und den nach da. Und dann haben wir diesen hier. Ja. Soweit so gut. Aber der geht nicht auf. Und wenn ich den hier mache, genau. Aber vielleicht brauche ich das auch nicht. Ne, der von da hinten muss auf jeden Fall mitsamt den durch. Ja. Aber nein. Alter, ist das schwierig. Der wird blockiert. Warum? Alter, war das eine Geburt. Junge. Okay. Dies ist eine dringliche Mitteilung an alle Sigma-Teamkräfte. Assassinen haben ein Artefakt aus unseren Lageranlagen in Rotterdam gestohlen. Sammelpunkt ist 51.887107 um 4.559017. Seid dort um 0600 Lokalzeit. Nachzügler sterben. Also Beeilung. Hör zu, Loser. Es gibt zwei bestätigte Assassinen, die in der Stadt agieren. Ziel Nummer 1 ist Harlan Cunningham, der einzige Überlebende einer Zelle aus Florenz, die unser Anführer vor ein paar Jahren ausgeschaltet hat. Er hat die Schatulle gestohlen und ist auf der Flucht. Ziel Nummer 2 wurde als Aaron Shute identifiziert. Früherer MMA-Champion und jetzt Cunningham Schüler und Geliebter. Wie romantisch. Er betreibt Störmanöver, ermordet unsere Templer-Agenten in den Abstergo-Anlagen in der ganzen Stadt.
Sorkin, nimm das Sigma-Team und hol dir Shoot. Ich kümmere mich um Cunningham und hol mir das Artefakt. Es gefällt mir nicht, dass Sie alleine gehen, Boss. Ich möchte das persönlich erledigen. Sigma-Team, bleibt die ganze Zeit in Kontakt mit Violett. Ihr habt eure Befehle. Sorkin, du Vollpfosten! Doch nicht Mann gegen Mann! Zieh deinen Mann zurück! Komm, hol dir was! Er hat meine Waffe! Sniper One, kannst du schießen? Negativ, er nimmt Sorkin als Schild. Er macht uns fertig! Jetzt schieß schon! Sorkin getroffen. Er wirft Rauchbomben. Sichtkontakt verloren. Er ist weg! Unser Stichwort. Hebt eure Ärsche und dann ab zum Abholpunkt. Beeilung! Jetzt! Jetzt töte mich doch endlich! Ich habe von dir geträumt. Wie süß, aber ich bin vergeben. In meinem Traum hast du Florenz nicht lebend verlassen. Was soll ich sagen? Ich bin zu stur zum Sterben. Hallo, Süßer. Herr Keller! Wir dürfen die Schatulle nicht zurücklassen. Scheiß drauf. Das halbe Sigma-Team ist tot. Wir sollten jetzt abhauen. Sehen uns in deinen Träumen, Berg. Was für eine Scheißshow. Sammle die relevanten Teile aus unseren Audiologs und schick sie an Letizia England. Sag ihr, dass sie uns genau deswegen Assassinen jagen lassen soll. Okay. Ja, ist krass, dass die immer noch natürlich sich bekämpfen und jetzt aber auch mit Waffen und allem drum und dran. Also das ist nichts mehr mit einer Heimlichtuerei und so. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Dass da jemand mit versteckter Klinge rumläuft. Gut, dann fahren wir jetzt in die Büros. In den Büros gibt's 2 Tablets und 3 PCs. Und dann fahren wir in den Keller. Dann könnten wir dort den Abschluss machen. Ach, Entschuldigung, musste kurz niesen. Oh Gott. Gut, also hier geht's erstmal rein. Nummer 3. Gut, was haben wir hier? Wir haben Splinter Cell. Okay. Cool. Was ist das? Assassin's Creed? Also Connor. Okay. Sollte hier nicht ein Tablet sein? Ich sehe es sogar auf der Map. Hey. Keine Ahnung wo, aber ich habe es gefunden. Animus Kampfsport. Hey du. Ich hake das mal kurz ab bei mir. So. Weißt du noch, als du gesagt hast, du wolltest MMA-Veranstaltungen durch einen Animus sehen? Wimmere, tatsächlich hast du gesagt, ich will einen Platz direkt am Käfig haben, damit ich in ihren Männerschweiß baden kann. Tja, ich habe mir die Idee zu Herzen genommen und wir arbeiten gerade mit unserem Partner von Mysore Tech in Indien an der Konvertierung traditioneller Unterhaltung in virtuelle Features. Wir werden Konzerte und historischen Tourismus machen, aber ich habe dafür gesorgt, dass wir auch Kampfsport kriegen, speziell für dich, meine Liebe. Wir machen eine Serie, die Best of Tornado de Combate heißen wird. Das ist Brasiliens größtes Ding auf dem Sektor. Der Geschäftsführer hat etwas das Arschloch raushängen lassen, aber der Name absteigt gut einiges Gewicht. Das hat uns definitiv geholfen. In Folge 1 treten Kämpfer wie Gulimer Venancio, Arnen Schutt und Luis Otavio Dures auf. Mir sagt das nichts, aber dich bringt es hoffentlich auf Touren, ML. 16 von 20 Tablets. Doch, ja, passt. Okay. So, hier irgendwo noch. There you are. So, bitte sei nicht wieder so schwer.
Ich hab doch bitte gesagt. Okay, zwei verschiedene Reflektoren, das passt und das passt wunderbar. Feldbericht, Phoenix-Projekt, 1. November 2013. Agent Da Costa informierte mich über eine Spur zum Koh-i-Noor-Diamanten. Eine Replik befindet sich unter den englischen Kronjuwelen. Der echte Diamant ist eines der mächtigsten Edenstücke und seit Jahrhunderten verschollen. Yod Sura ist Programmierer bei Mysortech, einer Firma, die mit Abstergo Entertainment zusammenarbeitet, um eine Variante des Animus-Headsets namens Brahman-Gerät nach Asien zu liefern. Er arbeitet mit Shoban Dami, der Schwester des bekannten Assassinen Jatsib Dami. Könnte die Bruderschaft das Brahman-Gerät benutzen, um Koh-i-Noor zu finden? Bis wir mehr Beweise haben, will ich eine lokale Abstergo-Eingreiftruppe benutzen, statt das Sigma-Team zu mobilisieren. Update, 3. November 2013. Yod Sura wurde vor den Dreamland Studios in Mumbai entführt. Er wurde von Shoban und Jatsib Dami in einen Van gesperrt. Das bestätigt meinen Verdacht. Die Assassinen benutzen Yotsuras genetische Erinnerung, um Koh-i-Noor zu finden. Ich habe die lokalen Abstergo-Soldaten autorisiert, die Assassinen zu eliminieren. Mit der Anweisung, dass das Brahman-Gerät intakt bleiben muss. Ich bin auf dem Weg nach Indien. Update, 4. November 2013. Bin zu spät in Indien angekommen. Unser Einsatzteam bekämpft die Assassinen an zwei Fronten. Die Leiche von Shoban Dami wurde an der ersten Stätte gefunden. Aber ihre Überreste waren zu verstümmelt, um genetische Informationen sammeln zu können. Ich fand das Brahman-Gerät an der zweiten Stätte. Aber nach der Durchsicht der darin gespeicherten Erinnerungen bin ich erleichtert, dass Yotsuras Blutlinie eine Sackgasse ist. Der echte Koh-i-Noor-Diamant bleibt für beide Seiten verloren. Jatsib Dami ist entkommen. Das heißt, wir müssen die neuen Assassinenaktivitäten in Indien genau überwachen. Ich schließe die Datei und wende mich der nächsten Mission zu. So ein Assassin's Creed Indien wäre auch mal was. Es gibt generell so viele Länder, wo Assassin's Creed passieren kann. Assassin's Creed Afrika, Junge. Wäre auch eine Möglichkeit. In der Kolonialzeit, wo die aber versklavt wurden oder so. Okay, what do we have here? Das wollen wir so ausprobieren. Das funktioniert separat, das funktioniert auch separat. Aber das macht keinen Sinn, dass ich das dahin schiebe, also machen wir es so. Wunderbar. Einzelheiten über Harlan T. Cunninghams Leben waren schwer zu bekommen. Da viele Spuren seiner Identität vor seinen Assassinenzeiten von Gavin Banks gelöscht worden sind. Wir verdanken es nur Agentin Da Costas bemerkenswerten Fähigkeiten, dass wir dieses Profil erstellen konnten. Cunningham hat sich in der Highschool als schwul geoutet, was seine vielversprechende Wrestler-Karriere zerstört hat. Er verließ Texas umgehend und floh nach Europa. Cunningham wurde von der Bruderschaft in Florenz unter Leitung des Assassinen-Veteranen Adriano Maestranzi rekrutiert. Das Sigma-Team griff das Florenz-Versteck 2012 an, aber Maestranzi zündete eine Bombe. Drei Assassinen wurden vor der Explosion getötet, aber das Sigma-Team wurde durch sie vernichtet. Cunningham und ich haben als Einzige überlebt. Cunningham wurde zuletzt in Rotterdam gesehen, zusammen mit Aaron Schut, einem ehemaligen Martial Arts Champion, der auch einen Karriereknick erlitt, als seine Homosexualität herauskam. Es ist klar, dass Cunningham Schut in die Wege der Bruderschaft eingeführt hat. Obwohl er sehr stark und extrem gefährlich ist, ist Schut eine schlechte Wahl als Assassine. Er kann sich nicht zurückhalten und wird die Bruderschaft gefährden, ganz ungewollt. Kürzlich hat Cunningham einen Edensplitter aus einer Abstergo-Anlage in Rotterdam gestohlen,
Während der Operation sollte Shoot Abstergo-Angestellte in der ganzen Stadt angreifen, um die Aufmerksamkeit von seinem Mentor abzulenken. Obwohl das Sigma-Team den Gegenstand erhielt, konnten Cunningham und Shoot entkommen. Ich lasse es nicht zu, dass Cunningham ein drittes Mal entkommt. Okay. Aber wenn Abstergo schon so viele Edensplitter hat in der aktuellen Zeit, wieso tun die nicht einfach die Weltherrschaft an sich reißen? Ich meine, im Endeffekt, das reicht ja nur einer von denen. Wieso haben die so viele und tun nichts? Das verstehe ich nicht. Na gut. Also hier erwartet uns ein PC und ein Tablet. Und das Tablet soll irgendwo hier. Da ist es. Dokument 16. Fiora Cavazza. Hi Philipp, du erhältst gerade tolle Daten über Fiora Cavazza. Aber ich schalte mich lieber gleich ein und sage, dass ich nicht zu viel Gewicht auf ihre Anfänge als Kurtisane in der Rose in Fiore legen will. Rose in Fiore? Ist das nicht ein Ding in Florenz? Vielmehr will ich mich auf die Intrigen und Spannungen zur Zeit des Verrats an ihrer Bande konzentrieren. Ich kann gar nicht genug betonen, wie viel mir daran liegt, dass Fiora nicht als übermäßig sexualisiertes Subjekt wahrgenommen wird, sondern vielmehr als raffinierte Spionin, die schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, um lebensbedrohliche Hindernisse zu überwinden. Ich werde dir da ziemlich auf den Zehen stehen, also vermeide jede Geschmacklosigkeit. Ich glaube an dich. Okay, aber Rose in Fiore, der Name sagt mir irgendwas. War das nicht... Also entweder war es das, der Puff in Florenz oder in Rom, wo Ezio unterwegs mit war. Was wäre es denn das? Diese komische Figur? Egal. Ja, genau so. Und mit dem Kollegen. Achso, ja, warte mal. Okay, vielleicht nicht ganz so. 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 Und so, perfekt. Tada! Gut, damit haben wir dieses Stockwerk abgeschlossen. Fehlt nur noch das Serverraum. Ja, und? Warum musste Violetta Costa aus dem Sigma-Team? Ich teile unsere Kräfte neu ein, damit sie übereinstimmen mit den Zielen des Phoenix-Projekts. Das Phoenix-Projekt? Das Sigma-Team würde besser die restlichen Assassinen jagen. Schick das Delta-Team stattdessen zu den Vorläuferrelikten. Die Relikte dienen der Sequenzierung der ersten Zivilisation DNA. Ist dieses Ziel erreicht, sind die Assassinen eine noch weit geringere Gefahr als jetzt. Sei es wie es ist. Agent Da Costa sollte nicht für etwas wie Abstergo Entertainment verheizt werden. Das Fiasko mit dem Sample 17 Projekt letztes Jahr zeigt, dass Abstergo mehr ist als eine austauschbare Filiale. Es ist bestens geeignet für die Suche nach neuen Edensplittern. Es ist ein schwaches Glied, das von unseren Gegnern immer und immer wieder gefährdet wurde. Umso wichtiger ist es, dass Da Costa ihren Zugang zu den Cloud-Servern sichert. Wir sind überzeugt, dass Melanie Lemay es nicht so versaut wie Olivier Garneau. Einen Zivilisten in unsere Reihen zu holen, ist ebenfalls unklug. Das wird sich noch rausstellen. Aber Miss Lemay hat die John Standish-Affäre mit ruhiger Hand gemeistert. Sie half uns, die Existenz von Waisen zu entdecken und hat dabei mehr für Phoenix getan als Sie, Mr. Burke. Sie ignoriert auch die Anwesenheit der Instrumente des ersten Willens innerhalb ihrer Operation. Diese Kackjobs sind aber vorerst nützlich für uns. Sie bringen uns Relikte, die wir brauchen. Wenn sie zu problematisch werden, kümmern wir uns auf dieselbe Weise darum wie um die Assassinen. Den Assassinen Zeit zum Sammeln zu geben, ist ein taktischer Fehler. Wir sollten jetzt zuschlagen, da sie am verwundbarsten sind. Wir schätzen Ihre Hingabe und Erfahrung, Mr. Burke. Ihre Einwände wurden notiert. Jetzt packen Sie ein. Sie haben viel Arbeit vor sich. Okay. Also im Endeffekt heißt es ja, die Weisen sind einfach eine Reinkarnation der ersten
der ersten Dingens da. Was wiederum den aus Black Flag erklären würde und im Endeffekt den von Mirage, den Hauptcharakter. Er ist quasi auch ein Weiser, weil er auch eine Reinkarnation ist. Das mit dem Reinkarnationsding habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, in Unity wird da so ein bisschen mehr Licht drauf gebracht, aber ich bin mir da nicht so sicher. Weil bis jetzt wurde es ja nur jetzt mal so angeschnitten, aber nicht wirklich wie damit noch angefangen. Ich bin gespannt, wie die das hier noch... Okay, dann folge ich nicht den Lichtern. Ja, chill mal. Aber warte mal, kann ich vielleicht auch gar nichts anfangen ohne Licht? Doch, kann ich. Ja, ruhig bleiben. Tablet 20. Verschwörungen. Hi, Even. Ich wollte unsere Programmgestaltung etwas diversifizieren und uns ein fettes Stück vom Randgruppenkuchen als Kundenstamm sichern. Mit dem Ziel vor Augen habe ich mir gedacht, eine Serie über verrückten Verschwörungskram könnte genau dein Ding sein. Ein paar Themenvorschläge. Hermetiker, die untergegangene Zivilisation von Lemuria. Wunder in der Bibel, planetares Bewusstsein, die Singularität. Ich wüsste gern, ob wir ein paar Promis dazu bringen können, den Erzähler zu machen. Oberflächlich betrachtet würden sie wahrscheinlich alle vor dem Thema zurückscheuen, aber ich wette, wenn wir ihnen das Skript häppchenweise und ungeordnet vorsetzen, können wir ihnen ganz leicht vorgaukeln, dass sie an einer richtigen Wissenschaftsdoku teilnehmen. Tut dich aus. Okay. Irgendein PC hier muss es sein. Es kann natürlich sein, dass es nicht geht, solange... Beeilung, Stromkopf. Jetzt kommt es darauf an. Genau, solange der Server nicht da ist. Okay. Gut, dann kann ich die PCs noch nicht machen. Das macht nichts. Dann machen wir die gleich im Anschluss. Aber das Tablet kann ich hier mitnehmen. Tablet-Dokument 17. Nikolai Orlov. Das gefällt mir echt gut. Ein psychotischer russischer Terrorist mischt sich in die Angelegenheiten einer ehemals stolzen Monarchie. Zum ersten Mal in der Geschichte können sie jetzt die Wahrheit über Russlands rasches und brutales Versinken in Anarchie und Chaos bei der Geburt des 20. Jahrhunderts erfahren. Aber der weiße Tod als Titel, ich weiß nicht so recht, radikale Rote, der Absturz, du weißt, der Titel kann ich nicht so gut. Aber wir müssen uns mal zusammensetzen und uns diesbezüglich was einfallen lassen. Wie wär's demnächst mit einem Kaffee? Ist es eine Anspielung auf das Assassin's Creed Chronicles Russia? Spielt im 19. Jahrhundert? Ich glaube, das aktuellste Assassin's Creed. Moment, doch noch weiter. Ich bin ein Tempelritter. Ich schütze die Welt vor den Assassinen. Heute haben Sie mir in dieser Rolle geholfen. Bitte, starten Sie die Server. Letztes Dokument. Und da ist einfach nur ein Bild mit einer Schatzkarte markiert. Okay. Das Gemälde einer amtgelegenen Gegend mit einem markierten Ort. Jemand will sich an diesen Ort erinnern. Tablets gesammelt, 20 von 20. Na gut, da sind die riesigen Server. Sieht schon krass aus. Ah, der sieht aber nicht so gesund aus. Da hat sich jemand ausgetobt. Na gut. Bitte sei nicht schwer. Okay, ja, das schaut an sich nicht so schlecht aus. Aber macht irgendwie keinen Sinn. Wo komme ich nicht weiter? Mit dem dritten Ring komme ich nicht weiter. Das wird aber den gefährden. Das macht auch keinen Sinn. Nee, warte mal.
So. Das bleibt drin. Nee, warte. Nee, warte. Also. Wunderbar. Server gehackt. Otzo Berg, der große Star des Anime-Trainingsprogramms. Zeigen Sie, was Sie können, arrogantes Arschloch. Wenn Sie wollen, Master Cross. Ich glaube, mein Training ist bald vorbei. Meinen Sie nicht auch? Was ist so lustig? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Sie sind nicht arrogant, sondern einfach völlig verblödet. Oh. Ihr Körper, Ihr Geist, Sie gehören nicht mehr Ihnen. Verstehen Sie? Alles, was Ihnen bleibt, sind Stimmen. Ich leide nicht unter Ihrem Zustand. Meine Animus-Sitzungen waren sorgfältig. Nein, nein, nein! Meine Stimmen sind Geister. Tod. Daher sagen Sie immer wieder dasselbe. Wieder und wieder und wieder und wieder. Aber die in Ihrem Kopf werden niemals sterben. Sie gehören jetzt Ihnen. Ich bin demütiger Diener des Ordens. Ihr seid nicht mal mehr eine Person. Ihr seid ein Werkzeug. Eine Waffe. Ein Spielzeug. Wir sind hier fertig. Und in Ihrer glorreichen neuen Weltordnung ist kein Platz für zerbrochene Spielzeuge wie uns. Das stimmt allerdings. Da hat Cross gar nicht so unrecht. Wenn die die perfekte Welt schaffen wollen, dann müssen sie alle anderen Sachen zerstören. Was ist das Assassinen-Netzwerk? Okay, ja, auf dem Heimweg tun wir die letzten zwei PCs cracken. Laden Sie die Daten hoch, jetzt! Nee, jetzt schon mal. Ich geh mal schnell die Dinger hacken, weil ich weiß nicht, ob ich danach nochmal hier hinkomme. Na, jetzt habe ich das hier freigeschalten. Ja, jetzt schon mal. Ich muss noch zwei PCs hacken. Es wird Zeit, der Bruderschaft zu zeigen, wie schwach sie wirklich ist. Ah, das wollen sie machen. Okay. Oh Gott. Spalter, Transparent und Reflektor. Natürlich. Raste halt aus. Ja, jetzt chill mal deine Backen. Laden Sie die Daten hoch, jetzt. Wer von denen hat einen Spalter? Ja, jetzt sei mal ruhig, Kollege. Let me hack. Sean Hastings war Universitätsprofessor mit dem Hobby, Abstergo-Geheimnisse durchzustechen. Seine Ermordung durch Abstergo stand Was? Kurz bevor, als Achso. er von Rebecca Crane, einer Assassinen-Hackerin, gerettet wurde. Seither ist das Paar unzertrennlich und leistet den Assassinen-Einsatzkräften technische Unterstützung. Hastings und Crane haben Abstergo Entertainment Montreal Ende 2013 infiltriert und waren für den Diebstahl von Verschlusssachen verantwortlich. Es ist unklar, ob sie den Virus übertragen haben, der den Helix-Servern gerade zusetzt, oder ob sie nur die Tür für andere Hacker offen gelassen haben. Rebecca Cranes Können sollte nicht unterschätzt werden.
Sie baute den Animus 2.0, eine Assassinen-Version von Vidics Originalmaschine. Sie scheint auch hauptverantwortlich für die Einrichtung eines neuen, sichereren Assassinen-Netzwerks zu sein. Wie es scheint, sind Crane und Hastings in der Bruderschaft befördert worden. Es gibt Gerüchte, dass sie jetzt eine Art Hacker-Kollektiv namens die Eingeweihten betreiben und versuchen, sie auf die Assassinen-Seite zu ziehen. Mhm. Okay, cool. Ja, wo ist das jetzt hier? Tablet 11. Okay, gut. Und den letzten PC, bitte. Jetzt ist Zeit zuzuschlagen. Wunderbar. Okay, wir haben zwei Spalter und einen Transparenten. Ja. Bin ich abgeneigt? We got them all, baby. Reparateur! Alle Computerwerkzeuge unter dem reparieren. Duncan Walpole erklomm die Rangleiter und wurde Meisterassassine. Aber er wurde von einer Bruderschaft ausgebremst, die ihn über das Meer in die Karibik schickte, statt einen Weg zu finden, sein Potenzial zu nutzen. Dort angekommen, machte Duncan Laureano Torres, den ehemaligen Gouverneur von Kuba und Großmeister der Templer, auf sich aufmerksam. In ihrem Briefwechsel bot Torres einen weniger blutigen Weg zur Erreichung der gemeinsamen Ziele an. Durch Benutzung der Vorläufer-Artefakte als Überwachungssystem, statt für die Morde und Intrigen der Bruderschaft. Leider wurde Duncan von Piraten ermordet, bevor die Templer ihm helfen konnten, sein Potenzial zu entfalten. Obwohl Duncans Geschichte kein glückliches Ende fand, zeigt sie deutlich, dass das höchste Ziel der Templer, Frieden und Ordnung, persönlichen Erfolg und Leistung nicht ausschließen. Okay. Gut, damit sind wir jetzt hier durch. Und jetzt ist Zeit, das Zeug hochzuladen. Da hat der Kollege ganz recht. Deswegen gehen wir jetzt dahin und laden das Zeug hoch. So. Dann sind wir soweit hier mit der Realität auch fertig mit allen Collectibles. Und jetzt laden wir das Zeug hoch. Und dann schauen wir weiter, was passiert. Jetzt ist Zeit zuzuschlagen. Heute sind die Assassinen schwach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den letzten finde und töte. Aber es genügt nicht, dass sie sterben. Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote, dank eures verdammten Manuskripts. Schafft ihn hier raus. Sie sollen genau wissen, wie schwach sie in Wahrheit sind. Und ein jeder soll sehen, wie sehr sie leiden. An dem Tag, an dem wir uns gegenüberstehen, begrüßen sie den Tod, den ich ihnen biete. Shea hatte recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Mein Plan ist im Gang. Ich habe keine weiteren Aufgaben für Sie. Allerdings ist Chase Geschichte noch nicht zu Ende. Ich schlage vor, Sie sehen sich den Rest an. William Miles is dead? Ich bin super beeindruckt, Strohkopf. Sie zeigen Einsatz. Und ja, ich bin auch ein Templer. Schon seit Jahren. Ja, das wundert mich nicht. Okay, da gab es irgendwie einen Chatverlauf. Ich muss mir das nochmal anschauen später. Was da drin stand. Ich konnte leider nicht alles lesen, aber da konnte man bestimmt ein bisschen was davon abhören. Von Chase Daten bleibt noch zu erkunden. Ein kleiner Abstecher, aber Sie sollten es sehen. Ja. Das machen wir. Helix-Forschung.
Ich muss auch noch mein alter Irrschwert abholen und ich muss noch theoretisch die letzten hier Dinge-Mission machen. Die Flottenmission. Die erst nach der sechsten Episode, nach der sechsten Sequenz freigeschaltet werden. Aber das mache ich offscreen, das ist einfach nur für mich, damit ich das Spiel auf 100% abschließe. Für rein für mich. Sobald Sie zurückgehen, um Shays Geschichte zu beenden, wird Ihr Leben nie mehr wie zuvor. Begleichen Sie alle offenen Rechnungen, bevor Sie den Animus besteigen. Okay. Na gut, ich habe ja nichts mehr offen, außer das, was übrig ist. Nachricht versandt. Gegenwart 4 abschließen. Sehr gut. Der Königspalast von Versailles. Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Strohkopf. Glückwunsch, eine besondere Belohnung und Frage, Sie sehen. Gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Warte mal. Also, naja, gut. Fortschrittsanzeige. Genau. Das ist alles fertig und hier sind wir an der letzten Ding dran und alles andere ist fertig. Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen Sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten Sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Habt vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Okay, in den Palast von Versailles einschleichen. Unentdeckt bleiben. Das ist er, Charles Dorian. Okay. Was haben wir eigentlich waffentechnisch dabei? Wir haben nur die versteckte Klinge und das war's. Keine Pistole. Na gut. Hä? Wo soll ich mich einschleichen? Ich komme wieder gar nicht rüber. Da also. Na komm, geh da runter jetzt. Das Geheimtreppen ausfindig machen. Okay, aber habe ich irgendwelche optionalen Sachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich soll mich wieder unter die Leute mischen einfach. Ich glaube, diese Art von Gewänder und so können wir uns eigentlich angewöhnen. Ich glaube, das erwartet uns in Unity noch mehr. Versuche mal niemanden zu ermorden, einfach hier vorbeizugehen. Aber sobald du sowieso anfängst, Leute abzustechen, ist sowieso Feierabend. Ja. Ich muss ihn nicht abstechen. Wo muss ich hin? Ah. Du bist einer, den ich abstechen muss. Sorry. Das sind Kinder. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Moment. Warte mal. Arno, das ist der Name von dem Unity-Charakter. Ist das Arno als Kind? Andere Frage, Elise. War das nicht die Tochter von Edward? Aber das macht keinen Sinn, weil der müsste ja schon längst alt sein. Und Haytham ist sein Sohn.
Und im Abschluss von Black Flag war Hafem noch ein kleiner Junge. Nee, aber wer ist Elise? Wer ist Elise? Hm. Was machen wir als nächstes? Hm, der da vorne ist es. Okay, dann spazieren wir mal nach da vorne. Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Ja, das sind immer so die Aussagen, die dann getroffen werden. Wo bist du hin? Der sucht Ahnung. Mein Sohn Arno. Ihr seid der Verräter. Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Connor, Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende. Und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Und somit sind wir fertig. Okay, krass. Also ich glaube, wir haben hier den nächsten Charakter kennengelernt. Arno. Und er ist jetzt quasi die neue Art Templer. Und das spielte nach Connor. Und das ist auch sehr interessant. Das heißt, wir machen wieder quasi so einen Rückschluss auf den dritten Teil. Also, um hier mal quasi so ein Paket meine Meinung dazulassen. Das Spiel an sich, es ist relativ kurz gehalten, das Story-mäßig. Aber das Nebenbeizeug, das alles einsammeln, wir haben drei riesige Gebiete gehabt. Es war viel zu tun. Das, was es in die Länge gezogen hat, meiner Meinung nach, war einfach dieses Hin- und Hergesegle, was du einfach nicht unterbinden kannst. Und wir haben jedes Blatt gewendet bekommen. Die letzte gestörte Erinnerung abschließen. Vollsynchron. Alle Hauptmissionen 100% Synchronisierung erreichen. Es ist mir ein Vergnügen und Ehre, Sie zu begrüßen. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Die extrahierten Daten aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für Sie. Der Vater des Verstehens hat Sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe Ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl.
Oh. Folgt uns und ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder die Kugel. Sehr gut. Werde Templer oder stirb, Kollege. Ach Gott. Nee. Also ich finde es sehr gut. Ich fand, dass es gut war, dass es die ganze Trilogie, kannst du es ja eigentlich auch nicht nennen. Die haben Verbindung zu Assassin's Creed 3 gehabt. Die haben Verbindung zu Liberation gehabt. Die haben Verbindung zu Black Flag gehabt. Die haben Verbindung zu Freedom Cry gehabt. Und dann mit Rogue. Das ist quasi eine Pentalogie, kann ich das eigentlich nennen, die in sich geschlossen ist und jetzt auch nochmal die Hand reicht für Unity und somit quasi zum sechsten Teil quasi den Ursprung überhaupt gibt. Und ey, ich find's geil. Ich find's gut gemacht, ich find's super. Das Spiel war gut, die Story war gut. Es war interessant, mal das mehr von der Templer-Seite zu sehen, als im dritten Teil von Haven. Da hat man es ja am Anfang gar nicht erst mitbekommen, dass man Templer ist, sondern man hat es quasi nur am Ende bekommen, hey, du hast die ganze Zeit Templer. Aber hier weiß man von Anfang an, man ist Templer und arbeitet für die. Und das ist einzigartig, würde ich sagen, bis jetzt. Also, es gab es ja noch in keinem anderen Spiel, außer eben im dritten Teil, da ganz am Anfang, aber das zähle ich nicht wirklich aktiv. Und, wenn ich es raten würde von 1 bis 10, ich würde dem Ding eine solide 8 geben, wenn nicht sogar eine 9. Das Einzige, was mich auf dem Weg zu der Platin-Trophäe gestört hat, war eben dieses langlebige Collectibles einsammeln. Aber das ist halt die Krankheit jedes einzelnen Assassin's Creed-Spiels. Und ich habe das Gefühl, je weiter wir in dieser Reise vor sich gehen, je weiter wir vorankommen, desto schlimmer wird's. Das ist so meine Einschätzung darüber. Dass wir, je weiter wir kommen, desto schlimmer es einfach wird. Und mit Hinblick auf Valhalla plus DLCs und etc. pp. Das wird krass. Das wird sehr, sehr krass werden. Aber gut, das ist eine Reise, die wir uns angenommen haben, die wir auch durchziehen werden. Und ja, ich war sehr froh, dieses Spiel spielen zu dürfen. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir erledigen müssen. Und wir können das nämlich fortsetzen. Also, nee, Moment. Was, wenn ich jetzt auf Beenden drücke? Zurück zum Hauptmenü. Nee. Ja, dann lassen wir es mal durchlaufen. Dann kann ich es nicht ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zurückgehen kann, aber muss ich ja irgendwie. Es gibt zwei unvollendete Sachen und nur bei einer davon will ich euch dabei haben. Und zwar durch das Einsammeln aller Tablets können wir uns jetzt das Altair-Schwert holen. Es macht für mich keinen Sinn, warum ich das nach dem Vollenden des Spiels haben darf. Das ist so das Einzige, was mich daran stört. Aber hey, wir holen uns das und dann ist das für mich abgeschlossen. Und das zweite, was es theoretisch noch wäre, wären die Flottenmissionen, die letzten, was sind das, 5, 6, 7, die werde ich offscreen einfach für mich ablaufen lassen, weil das ist ja eh nur Gewarte, weil ich einfach die 100% im Spiel angezeigt bekommen haben will. Ich weiß, die werden auch so angezeigt, aber ich will einfach alles haben, ist einfach so ein Tick bei mir und danach wird das Spiel sowieso gelöscht, ich weiß, aber ne. Ist halt so. Punkt. Da müsst ihr nicht mit dabei sein. Da müsst ihr nicht zusammen warten. Das Spiel ist dann quasi nach diesem Video jetzt bei euch in YouTube dann vorbei. Und ja, jetzt ist die Frage. Ich meine, ich habe jetzt quasi einen halben Stream hinter mir. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon fertig werden. Das ging jetzt doch irgendwie schneller als gedacht. Und jetzt ist halt die Frage, fange ich Unity schon direkt an oder machen wir heute noch was anderes? Aber ich würde sagen, wir fangen einfach Unity an. Aber wir haben noch nicht die Platin bekommen. Das Spiel abschließen ist noch nicht erledigt. Eine Trophäe geht uns noch ab. Und ich kann das, wie gesagt, leider nicht vorantreiben. Ich drücke alles, aber alles lässt sich nicht drücken.
One hour later. Na, endlich. Templer damals wie heute. Das Spiel abschließen. Und die Platin-Trophäe. Alle anderen Trophäen freischalten. Och Gott. Neuer Meilenstein erreicht. Cool, 250 Punkte. Whatever. Coolio. Endlich. Nach 300 Jahren. Alter Falter. Okay, wir holen uns jetzt das alte Irrschwert. Und das ist in Antikosti. Da tun wir uns schnell hinporten. Und zwar irgendwo hier unten. Ist aber sinnvoller, mich dahin zu porten. Einmal andockeln. So, und die Dinger müssen jetzt funktionieren. Die Flottenkacke. Das Königreich Mesore freischalten. Ja, genau. So. 3 Stunden dauert eine Mission. Sehe. Ah, die 10 Minuten machen auch keinen Unterschied mehr. Gib ihm. Deswegen meine ich, die letzten 5 Missionen. Ist ja Schwachsinn, die abzuwarten. Ist für euch erledigt, aber ich will das haben. Naja, passt das. So. Und jetzt holen wir uns das Schwert. Und das wird irgendwo hier liegen. Oder? Ist es hier? Ist es da? Ah, nee, warte. After completing all naval campaign missions. Entschuldigung. Also, hier liegt dann das alte Irrschwert, nachdem ihr alle Flottenmissionen erledigt habt. Entschuldigung. Das, was wir suchen, ist in River Valley. Da war auch nochmal was. Also, hier liegt das alte Irrschwert, für alle, die sich dafür interessieren. Und das andere liegt hier. Das war eine Pistole, glaube ich. Warum man diese Sachen am Ende des Spiels bekommt, frag mich nicht. Keine Ahnung. Ja, da ist auch das Kreuz fett markiert. So, hier, graben. Coole Kamera. Englische Perkussionspistole freigeschaltet. Weiß nicht, ob die jetzt irgendwie krasser ist als alle anderen Pistolen. Wir können ja mal kurz gucken. Pistolen. Naja, die kriege ich auch noch durch eine Flottenmission. 535, ich glaube, die wird keiner übertreffen. Naja. Also das ist die krasseste Pistole, die es gibt auf dem Weltmarkt. Und nur zur Info, weil ich werde das hier nicht machen. Dieses Pumpkin hier. Das ist eine Anspielung auf den kopflosen Reiter. Und wenn es dunkel ist im Spiel, dass es gerade wird, oder? Nee. Dann erscheint der hier, man kann ihn bekämpfen, und indem man den Ding zerstört, den Pumpkin, dann verschwindet er wieder. Also stirbt quasi. Deswegen, ich probiere mal, ob ich mich durchs Teleportieren die Zeit verändern kann, aber wenn nicht, dann auch wurscht. Nee. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist hier erstmal Ende im Gelände. Wir haben Rogue
fertiggestellt. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal hier kurze Pause-Bildschirm, stelle alles um und wir legen noch mit Unity ein bisschen los. Und für alle auf YouTube, danke fürs Zuschauen und schaltet wieder ein, wenn es heißt, auf Unity weiterzugehen. Bis dahin.